Moin Moin und willkommen zurück bei Lizard Smoke. Wie ihr seht, diesmal bin ich alleine. Nick ist krankheitsbedingt ausgefallen. Aber das soll uns nicht aufhalten. Heute gibt es einmal den Black Goku von Fadi Tobacco. Wir hatten ja schon den White Goku am Start und das war ja weiße Traube Minze. Der ist nicht mehr neu, den haben wir schon fast leer geraucht, da sind vielleicht noch drei Köpfe drin. Ich weiß auch schon, was es ist, und das ist nämlich schwarze, also Johannisbeere Traube. Und wir riechen einmal zusammen. Ja, man riecht auf jeden Fall eine deutlich saure Johannisbeere. Und die Traube kommt aber also im Nachgang. Also für mich ist jetzt die Johannisbeere deutlich im Vordergrund und ja, recht säuerlich das Ganze. Und ja, wie man es von dunklen Trauben schon kennt, etwas herber. Und die Traube dann im Nachgang. Ja, ich baue mir jetzt ein Köpfchen und dann sehen wir uns gleich beim Rauchen und den ganzen Bewertungen wieder. Ja, einmal zur Dose. Ihr seht einmal Black Goku, also den schwarzen Goku. Darunter steht Black Goku und sonst ist der sogar einfach nur lila. Schnitt und Feuchtigkeit zeige ich euch auch einmal. So, also eher ein mittlerer Schnitt, fast in die grobe Richtung sogar. Ich baue einmal mein Gäbelchen hier. So, mischen wir einmal zusammen durch. Also unten ist auf jeden Fall recht wenig überschüssige Molasse. Der ist alles sehr, sehr gut in den Tabak eingezogen. Zum Thema Kopfbau, wir haben jetzt hier den neuen Kopf, den Werkbund Zeus, haben wir jetzt seit kurzem und probieren gerade so in die Richtung ein bisschen was aus. Ich plane jetzt auf jeden Fall Richtung Noppenkontakt zu bauen. Als erstes erstmal den Tabak schön locker flockig hier rein. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Tabak nehmen. Hauptsache erstmal flockig da rein. Das ist das Wichtige. So, jetzt ist er flockig drin. Und jetzt nehme ich den Stocher und verteile das Ganze einfach nur noch so ein bisschen. Alles hier schön an die Ränder. Alles ein bisschen glätten. Also nicht wichtig ist halt nicht drücken, sondern nur glätten. Wie ihr seht, leicht unter den Rand gebaut. Also wenn man jetzt die Smokebox da drauf setzt, hat man so einen Noppenkontakt. Macht den Rand gerne noch sauber, damit keine Molasse mehr da drin festbackt. Ja, das ist unser Kopfbau. Ich mache mir jetzt Kohlen an und dann kommen wir zum Rauchgeschmack und alles weitere. Willkommen zurück. Ich hoffe, der Kopfbau hat euch ein bisschen weitergeholfen von dem, wie man den Kopf bauen kann. Ich komme einfach direkt zur Liste. Und unser erster Punkt ist das Aussehen der Dose im Vergleich zum Geschmack. Und da nehme ich mir einfach gleich die Dose direkt zur Hand. Leider kann man im Vergleich zur Dose und halt zum Geschmack gar nichts hindeuten. Ein Black Goku könnte einfach alles sein, was so schwarze Früchte sein kann. Also Johannisbeere und dunkle Traube. Allerdings kann man aus der Dose halt nicht ersehen, was man wirklich da raucht. Und da muss ich leider Gottes halt, weil einfach dieser lila Hintergrund und diese lila Umrandung bei Goku, würde ich da einfach nur 2 von 10 Punkten geben, weil man einfach wie bei White Goku schon einfach einen Blindkauf macht. Der zweite Punkt, der Geruch. Und im Geruch, wie schon vorhin am Anfang gesagt, ist die Johannisbeere deutlich im Vordergrund, recht sauer. Genauso die Traube ist halt ein bisschen eher abseits, da kommt aber so das Herbe mit dabei. Wobei halt einfach, wie gesagt, die Johannisbeere im Vordergrund steht. Geruchlich ist es sehr, sehr ansprechend. Für mich persönlich, und da würde ich 9 von 10 Punkten geben, weil mir einfach so die Traube ein bisschen zu lasch ist und diese Johannisbeere-Traube-Mischung würden wir lieber, wenn die Traube noch ein Stück intensiver wäre, weil die ist mir ein bisschen zu weit im Hintergrund. Punkt Nummer 3, Feuchtigkeit und Schnitt. Der Schnitt ist eher so ein grob, mittel bis grober Schnitt, was eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Der Kopfbau hat sich einfach gestaltet mit dem Tabak. Feuchtigkeit ist sehr, sehr gut eingezogen. Es ist eigentlich gar keine überschüssige Molasse da und da würde ich einfach 10 von 10 Punkten geben. Punkt Nummer 4, der Geschmack. Und dann nehme ich erstmal einen Zug. Zum Thema Geschmack. Wie im Geruch ist die Johannisbeere auch hier im Vordergrund. Auch recht säuerlich. Und die Traube kommt auch herb um die Ecke. Also auch im Hintergrund, auch für mich hier persönlich ein Stück weit zu schwach.
Ich hätte mir die Traube gerne stärker gewünscht. Und da gebe ich 8 von 10 Punkten. Die Johannisbeere ist sehr, sehr lecker. Aber ich hätte mir die Traube einfach persönlich intensiver gewünscht, sodass man halt ein besseres Balancing hat zwischen Johannisbeere und Traube. Punkt Nummer 5, die Hitzeverträglichkeit. Ich habe jetzt mit meiner Freundin und meinem Bruder jetzt hier angeraucht. Und das hat relativ lange gedauert. Einfach, vielleicht habe ich auch mit dem neuen Kauf ein bisschen zu schwach gebaut, kann auch sein. Aber die Kohlen liegen permanent da drauf. Und das spricht eigentlich nur für sich, dass der Tabak unfassbar gut Hitze ab kann. Das spricht auch für die Feuchtigkeit und den guten Schnitt. Und da würde ich 10 von 10 Punkten geben. Einfach weil die Kohlen sind permanent drauf. Wir haben wie die Behinderten gezogen. Und der Tabak kann es einfach immer noch ab. Und zum Schluss die Verpackung. Und da muss ich aber ehrlich sein. Die Verpackung bei dem Tabak war auch in so einem Zipper, wie bei White Coco auch schon. Und das ist einfach nicht mehr für mich persönlich oder für uns alle hier nicht mehr Stand der Dinge. So, dieser Aludeckel ist halt einfach viel, viel besser. Und da würde ich einfach glatt nur 3 von 10 Punkten geben. Klar, es hält den Tabak dicht, es hält die Feuchtigkeit auch drin, aber dieses andauernde Rausfummeln vom Tabak und dann die Dose umfüllen und dann hat man noch so voll viele Tabakreste in der Tüte. Ist einfach für mich nicht so geil und deswegen gebe ich da nur 3 von 10 Punkten. So, ich habe es jetzt mal zusammengerechnet und wir kommen im Schnitt auf 7 von 10 Sternen oder Dosen, wie man das auch mal sehen möchte. Es ist ein grundsolider Tabak, jedoch, wie schon gesagt, hätte ich mir die Traube bei dem Tabak intensiver gewünscht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.